Tschüss, Leute, weiter geht's mit Zuckerlese, mit meiner Wenigkeit. Hier ist die 80. Und jetzt wollen wir ein Eichhörnchen besuchen. Hallöchen! Eichhörnchen, ich hab das Hunger. Willkommen im Tauschgeschäft des Eichhörnchens. Ich habe Hunger, wenn du lecker zu essen bringst, würde ich es dir gegen etwas tauschen. Okay. Ich schätze mal, werde ich wohl im Dungeon irgendwas finden, was mir da helfen wird. Erstmal eine Jagd, das übliche. Mieser Sache niedlich. Auch wenn er ganz schön extrem nervig ist. Ich meine, wenn der springt ganz schön scheiße an, aber wie mag ich ihn? Ich meine, Tiere schmerzen. Ach, wenn man das fast liebe. Und ich bin wieder falsch gegangen. Ich hätte einfach hier recht. Ich hätte hier unten den Weg nehmen können. Juhu! Das kann ich mir nicht merken. Ich frage mich, wer hier der Gegner ist. Juhu! Ich freue mich nicht. Ich freue mich nicht. Weil hier so eine Pflanze ist, die mich bequatschen muss. Ja, sexuelle Belästigung und so. Geht tot. Das war einer. Kann es auch sein, dass die Gegner jetzt wieder. Nicht. Und ich dachte schon wieder, ich werde von irgendwas angegriffen. Dabei war es doch nichts weiter als meine Mana-Kugel. Die überall hinschießt, aber nicht in die Hintern, dass ich sie mal abteilen muss. Au! Sag mal, ich hasse es, wenn du mich betatscht. Ich hasse es allgemein. Man betatscht keine Helden. Feuer befreit einen Vogel, weil er einen Vogel. Ja, flacher Witz. Aber sieht niedlich aus. Und da sind die wieder da. Ach, das ist ein Wasserfall. Das kann ich ja natürlich anscheinend. Also jetzt immer vorauszustürmen ist wirklich keine gute Idee. Dann muss man schon ein bisschen aufpassen, wo man hinrennt. Come on! Du wirst dich gut als Haustier machen. Achso, du willst dich echt gut vor der Haustür bei mir machen, weißt du das? Du kannst immer jedes Mal die Hunde, wenn die hier meinen, sie müssen hier immer rumlaufen, weil die Besitzer einfach so dämlich sind, ihre Viecher an die Leine zu nehmen. Und sowas. Ja, ehrlich gesagt, ich mag Hunde. Wenn die sich benehmen können. Ich bin selbst wieder. Okay. So, jetzt warte mal gegangen. Der Weg war todesfies. Ja, also, aber ich mag nicht, wenn Tiere verwöhnt sind. Allgemein mag ich keine sowas, wenn die total verwöhnt sind und verzogen. Weil das ist so. Ich glaube, es ist besser, wenn ich öfter mache. Ihr seid jetzt so tentakelig, Mann. Okay, ich weiß, das soll den Ranken darstellen. Aber trotzdem. Ach so, ich könnte auch nicht einfach so durchgehen, weil böse und so. Komm hier, Freund. Ich komme da nicht durch, obwohl da es im verhindern Wasserfall ist. Okay. Hier lang? Nee. Hier weiter. Ach ja, da war ja was. Oh, fuck. Wäre mir genial, wenn die Schaden nehmen würden. Das wäre ganz schön stachel.
Ich hasse ja wirklich noch was für das Eichhörnchen. Was ist denn XP? Müsstest du noch finden? So, ja, bla bla bla. Hörerlevel. Nein, hier. Shit. Ich würde das Viech angreifen. Dummerweise habe ich da natürlich. Dann gehen wir mal schon wieder entlang. Au! Halt nicht so! Au! Hör auf, aufdringlich zu sein! Hallo! Der klebt da hinten. Oh Gott, das ist ein dickes Ding, das wir nicht haben. Ich meine, habt ihr dieses rote, dicke Füße gesehen? Guck mal, deine Maul. Ein Stimmeruf war jetzt aus dem Loch. Ich bin das Wesen, das der Dunkelheit. Ich bin das Wesen, das der Dunkelheit dich bringt. Ich werde dir nach deiner Rückkehr helfen. Okay. Gut, dann sehen. Hallo? Warte. Wurde mal Zeit, dass ich die wiederkriege. Sehen wir irgendwas? Ich werde aber gerade auf das Süßes und Geiles. Nicht jetzt. Oh nö, schon wieder Tentakelis. Tentoxer! Ja, also wirklich ein Tentoxer, nur mit Blättern. Verpiss dich. Shit. Die Feuerbälle sind echt so scheiße. Zum Glück gibt es nicht so viele von denen. So, wenn ich will, ist es mir ein. Leckere Samen! Leckere Samen? Dann gehen wir doch mal kurz zurück. Ich wette, das ist nämlich das, was unser lieber Herr Eichhorn gerne hätte. Ja, bitte. Ich muss vor den ganzen Weg hier zurück, aber hey. Wenn ich für das Schwert kriege, ich schätze euch das aus. Leckere Samen, leckere Samen. Kaufen Sie am besten. Dieser Stamm ist doppelt und dreifach. Ich habe schon erstmal kapiert, was das ist. Hallo Kumpel, ich habe hier was für dich. Ich gebe dir dieses Schwert in doppelten Samenkörner. Die Samenkörner haben sehr gut geschmeckt. Ja, Lebensschwert. Oh. Psychoschwert. Na, das Ding ist total psycho. Aber hast du da hier nicht was zu futtern? Wahrscheinlich ist er ein bisschen, naja, wählerisch. Das ist natürlich nicht alles. Ich bin wählerisch. Die Bilder sind viele Geschichten. Ich bin Ihnen dankbar, weil ich mich damit gewöhnen kann. Die Befehle erzählen mir, dass Lotzei drei Tempel hat. Lotzei. Einer heißt Wasser. Einer Feuer und einer Rivaden. So nicht? Ich dachte jetzt Wind. Hätte das von Ui, Hallo! Wie geht's dir? Auch wenn ich nicht so aussehe, so komme ich genau wie du von Himmel. Ich erleuchte die Dunkelheit. Du erfüllst Leben. Lass uns zusammen an der Wiederbegegnung der Welt arbeiten. Das Wesen, das die Dunkelheit erhält, folgt dem Kunde und Paulus.
Übrigens, warum gehen wir nicht mal in das zweite Untergeschoss des Wasserfilms? Du bist nun in der Lage, sein Monster zu sehen, die du vorher nicht gesehen hättest. Hä? Wir gehen jetzt einfach weiter? Okay. Vielleicht war es ja ein bisschen zu früh, wenn ich so gehen. Kann ich hier mit Felsen reden? Nee. Ich glaube, da ist der Wassertempel. Na gut, und wollen wir mal weitermachen. Was sind wir? Das Schwert drauf ist. So. Ach, Moment mal, bin ich schon mal zurück. Guck mal, zurück, Leute. Alter Schwede. Ich kann mich noch nicht keine richtigen Sätze bilden. Ich meine, kann ich doch gleich mal heilen gehen, oder? Denn Heilung ist Heilung, weil Heilung. Phew. Die Musik erinnert mich wirklich an Fett auf Olympus. Ach ja, auch ein geiles Spiel, aber arschschwer. Oh. Mistvieh, ich Okay, jetzt muss ich zwar wieder so hinmarschen, aber hey, ich habe ein mächtiges Schwert. Okay. Das ist mächtiger als das andere Schwert. Mich kann ich sehr schnell erledigen. Ja, toll! Oh boah, ich renne da in wohl jeden abgefuckten Drachen rein! Fuck that shit! Ja, Schiffe ficken. Den hab ich vergessen. Na warte, du verdammt, du fucking Viech. Ja. Ach, wenn Grise das erfährt, der würde mich als Drachenmörder bezeichnen. Das ist egal, dass die Drachen mich doch angreifen. Das war bei Twilight und sie genauso. War schon immer so dunkel gewesen? Hä? Wieso ist es auf einmal dunkel? Das war doch gar nicht dunkel gewesen. Schade, ich hab eine Laterne bei mir. Ah ja, super. Also, da sieht so aus, als dürfte ich wieder zurückkehren. Sag mal, wieso ist der so schnell? Wieso ist der auf einmal so... Wieso? Ach, Moment mal. Ja, vielleicht soll ich diese Taktik machen. Den Kappen werden. Ach du Schande. Ich renne wohl in jedes vertickte Monster rein. Ach du, holy shit, was ist denn da los? Eine Gangbang-Party? Da bin ich nicht, will ich nicht dabei sein, Leute. Da will ich nicht eingeladen worden sein, Leute. Also, vergiss dir so... Das ist überhaupt mal ein Ende? Okay, weißt du, ich nicht schon habe. Hä? Hä? Ach nee, die Party ist ja hier. Einfach perfekt rein. Ich kenne gar nicht da runter, da habe ich keine Chance. Hm.
Ja, du hast das verdammte Viech eigentlich erwischt, aber... das hat so nicht nö. Hat gemeint, nö. Hier bitte. Ein Krokodil am Nil! Dieser Schnappi. Ich muss sagen, ich finde Schnappi süß. Aber das Lied kann ich nicht mehr hören. Sensibetriebe. Ist euch aufgefallen, wenn da irgendwie total was total wirklich ein Riesenerfolg ist? Muss ich doch! Ich hab's doch gewusst! Ich hab's doch gewusst, dass da ein Gegner ist! Hä? Sag mal, würdest du mal raufgehen? Ich wollte mal sagen, ihr habt doch gesehen, Leute, ich bin mehrmals draufgelaufen. Aber nö, ich auch nicht rein. Ich muss mal ein Eichhörnchen. Mann, ich hab auch wieder Hunger. Oh. Die Heilkräuter hatte ich noch? Und ich dachte, ich hätte sie wieder verloren. Nee, oder? Toll, das Ding kann wieder... Die kann sich teleportieren. Nee, das ist zu weit weg. Toll. Ja, das ist super. Oh nee, Hilfe. Das ist doch eine gute Idee. Ha! Okay, jetzt weiß ich, wie du das richtig aus. Ja, super, renn da rein! Müssen wir das so wir nehmen? Nein. Ich hatte keine Lust da. Ich habe jetzt heute einen Maulwurf. Super. Ich mache schlecht Laune. Mal sehen, wie weit ich komme. Das ist das nicht wirklich ein Labyrinth. Oh je. Schleimi sind wir da. Komm ich hier hin? Hä? Ach nö. Ich komme nicht später umsehen. Ich werde erstmal hier unten aufräumen. Irgendwas habe ich jetzt frei gemacht. Ja, jawohl. Das war eine gute Idee. Ist der Durchgang oder ist jetzt die Schatzkaste? Ja, Schatzkaste. Schatzkästchen erschienen. Schatztruhe. Bla bla bla. Jetzt müssen wir hinter denen herlaufen. Super. Ich weiß nicht, dass ich auf die Stacheln aufpassen. Ich finde das nicht so mal recht. Aber jetzt befreit er ein Reh. Cool, Bambi. Oh, hier schon wieder.
Ach, da bin ich jetzt. Na, das war knapp. Das ist nichts. Weil der Scheißdrache ist natürlich irgendwo in der Reichweite, wo er mich kriegen könnte. Na gut, dann rennen wir mal hier nach oben. Und der meint uns zu folgen, weil er ist unser Fan. Ach komm, du Viech! Lass den Scheiß! Hörst du? Ja, schön rücken. Das ist doch das Leichter, wenn ich die hier aufkauft. Schön ist nur hier. Oh, es sind keine Monster übrig. Also, bis auf die Drachen. Und die will ich erledigen. Einfach aus Prinzip. Ich habe ja vergessen, ich kann ja immer da umschauen. Hossa! Hossa! Wie Varrock gesagt hat. Ach ja. Furiosa unbedingt das Case Story tatsächlich erledigt. Also wirklich 2006 drauf. Komm ich mal zu euch hin. Bringen wir eigentlich herzlich wenig, merke ich. Oh. Hallo, Wurm, bist du wieder da? Ihr Drachen nervt. Mann, aus dem mache ich Drachenleder. Nur ohne das Leder. Versuchen wir mal erstmal die alle befreit haben, aber erstmal gehen wir zum Meister. Lass uns heilen. Und wir suchen jetzt mal Bambi. Er hat das war wieder schon gewartet, ist schon erwachsen. Bambi. Ist das schon hier? Hallo, ich bin ein Mitglied des berühmten Wurzelvideos. Normalerweise haben wir hier immer eine Show laufen, aber ich kann meine Partner nicht finden. Okay, aber wo sind deine Partner? Ich wollte nicht mit dir. Das ist... Hi, Ali! Wer bist du? Versuchst du über mich rüberzulaufen? Du hast Nerven. Okay, aber tu mir nicht weh. Damit habe ich wohl nicht gerechnet. Ich aber auch nicht. Hallo, du musst noch was bringen, was ich einmal. Du musst noch was bringen, was einmal Momo. Nee, Momo gehört hat. Aha. Simon. Ich schätze mal. Da will ich noch mit einigen sprechen können. Aber mal ganz ehrlich, Leute, ich werde jetzt zeigen. Schluss machen wir uns jetzt hier zu lang. Und ja, ganz ehrlich, Leute, das hier ist Schluss. Ja. König mache ich es weiter, aber hier ist erstmal Feierabend. Also mit da mal, um ehrlich zu sein, meinte ich jetzt, da muss ich mal gucken, wie ich da hinkomme. Was seht ihr in der nächsten Folge? See ya!